Mozarts Oper Don Giovanni spielt in der Geschichte des Opernhauses am Ring eine herausragende Rolle. Als Eröffnungsvorstellung des Neubaues des Hofoperntheaters wählte man 1869 diese Oper. Mahler ließ den Text vom Musikschriftsteller und Kritiker Max Kalbeck neu übersetzen, denn die Oper wurde selbstverständlich in deutscher Sprache aufgeführt. Die neue Übersetzung ist die Basis für die Inszenierung Alfred Rollers und Gustav Mahlers von 1905. Die Neuinszenierung ragt aus theaterhistorischer Perspektive durch ihre räumliche Lösung heraus. Roller erfand ein einfaches System von 4 Hohlprismen mit viereckigem Grundriss, die als Türme in die Theatergeschichte eingegangen sind. Diese Baukörper wurden mit Leinwand verkleidet, in neutralem Grau bemalt und paarweise an die Seitenränder der Bühne gestellt. Sie waren innen und außen zu bespielen und stellten Chiffren von Gebäuden dar. Die Türme konnten schnell vom Bühnenrand zum Bühnenzentrum und zurück verschoben werden und damit den Spielraum erweitern oder verengen. Die eigentliche Information über den Schauplatz hatten rasch wechselnde Prospekte zu liefern, die sich inhaltlich nicht nur auf die Topografie oder die Dramaturgie bezogen, sondern eine visuelle Parallele zu den Stimmungswerten der Musik lieferten. So fand zum Beispiel die Champagner-Arie des Don Giovanni ihre Entsprechung in den roten Farbtönen der blühenden Oleanderbüsche des Villengartens. In sinnlichem Rot ist auch die Ballszene gehalten. Die Beleuchtung gab den Szenen ihre suggestive Wirkung. Bei der Premiere war man mit den szenischen Vorbereitungen für das Finale noch nicht fertig. Schwarzer Samt sollte die ganze Szene verschlingen. Stattdessen verschwand Don Giovanni, zum großen Missfallen der Kritik, im üblichen traditionellen Höllenfeuer. Spätere Zeugen berichten jedoch, dass eine schwarze Wand zum Schluss emporsteige und alles in Finsternis verschlinge.